Hi, ich habe von der Firma Goneo so eine Steckdosenleiste ja zur Verfügung gestellt bekommen und dachte mir, sieht ja ganz interessant aus, gerade für die Leute, die nicht dieses Standardmäßige haben möchten, sondern beispielsweise in Wohnzimmer, Küche oder Büro extravagante Akzente setzen möchten. Und dementsprechend, das ist ein ganz cooles Ding, dachte ich mir, packe ich mal mit euch gemeinsam aus, werden wir mal montieren. Hier auf der Packung steht auf jeden Fall drauf, einfacher Austausch auf der Originalsteckdosenleitung. Sprich, wenn man hier so eine Unterputzdose beispielsweise hat, kann man prinzipiell diese vorhandene Leitung benutzen und eventuell die Adern tatsächlich verlängern mit Durchgangsverbindern. Aber so funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Ich werde das mal an der Stelle einfach mal auspacken. Dann können wir mal gucken, was wir hier drinnen alles an sich haben. Erstmal ganz gut Schaumstoff gepolstert. Und dann ziehe ich einmal die Leiste raus, obwohl da auch tatsächlich, wie man schon sieht, die Steckdosen drin sind. Da muss ich mal ein bisschen, lege ich die mal so einzeln auf den Tisch. Das sind jetzt insgesamt 5 Steckdosen, welche auch prinzipiell an x-beliebiger Position angebracht werden können von der Leiste. Man sollte nur darauf achten, die nicht einfach so in der Schiene rumzuschieben, sondern wenn tatsächlich auszustecken und neu zu positionieren. Aber die lassen sich durch eine Drehbewegung auch tatsächlich ausschalten, die Steckdosen, was ganz interessant ist. So ist das jetzt hier vom Design. Ist noch eine Schutzfolie drauf. Die werde ich, hier sind doch diese Halteklammern zum Beispiel. Muss ich mir mal angucken, dass man die dann entsprechend an der Wand montiert. Hier hat man es auch zugeschraubt. Das ist jetzt alles mein First Try, deswegen. Aber ich möchte euch alles zeigen. Hier hat man auch tatsächlich die Möglichkeit, Aufputz reinfahren zu können. Ja, ist ja richtig nice. Aber auch natürlich entweder hier direkt Unterputz reinzugehen an die Anklemmpunkte LPEN. Oder hier ist auch noch eine Rille. Wenn man die beispielsweise hier die Unterputzdose oder hier die Unterputzdose hat, kann man die Adern auch verlängern, entsprechend bis hierhin. Hier ist noch eine Durchführung bis hierhin zu den Anschlussklemmen. Das ist ja ganz gut. So, ich schaue mal, dass ich die Klipse hier rausbekomme. Ja, und da muss man auch nicht auf einen gewissen Abstand achten, sondern so nach Gefühl in der Mitte ein, hier ein. Dann irgendwo für die Leitung ein bisschen Platz lassen oder direkt hier den Platz lassen, dann ist in Ordnung. In dem Fall werde ich jetzt aber auf Putz reingehen aufgrund der Montageplatte und dann kann man das entsprechend so anbringen, was ich jetzt mal machen werde. Und hier ist dann eine Stromschiene drinne mit LN und PE. Aber im Vorfeld die Folie definitiv abziehen. So, ich habe mir die Leitung natürlich jetzt einmal hier so hingeparkt, sodass ich die entsprechend einführen kann. Dann kann man gucken, okay, hier ist die Anschlussklemme, hier habe ich auf jeden Fall komplett viel Platz, um das entsprechend so zu montieren. Kann man dann noch in Waage ausrichten, aber erstmal würde ich mir an der Stelle so ein paar Punkte anzeichnen, wo ich die Halter jetzt ranmache. Und dann werde ich die an den Positionen direkt in Waage einmal ausrichten und ranschrauben. So, dann einmal hier an der Stelle die
Schrauben hier aufdrehen, damit ich die anderen entsprechend reinmachen kann. Werde mir auch direkt hier einmal die seitliche Durchführung ausbrechen. Und so kann ich dann die Leitung hier einmal in der Form einführen und direkt auflegen. Muss ich mal gucken, wie viel ich am Ende brauche. Kann ich natürlich auch so noch ein bisschen variieren am Ende. Ja, passt schon. So ist der Anschluss auch entsprechend schon in Ordnung mit L, PE und N. Zugentlastung benötigt man hier in dem Fall nicht, da das sowieso komplett fest an der Wand ist und meist auch von der Unterputzdose direkt an der Stelle rausgeht. Und in der Form kann ich das jetzt einmal hier einklicken. So und so ist es an der Wand dran. Und jetzt schauen wir mal. Das mit den Steckdosen hier habe ich zum Beispiel mal das erste Exemplar. Hier kommt in die Schiene rein, hat dann einen Anschluss für ein PE, einen für einen Neutralleiter, einen für die Phase beispielsweise. Hier auch noch so ein Lock-Knopf. Und kann man ein- und ausschalten. Ich muss mal eben gucken, dass man das jetzt in der Form einmal hier so an die Position reinschiebt. Und so hält das schon. Ah, und mit dem Lockknopf kann man das entsprechend rausziehen. Also nur einstecken, aber nicht bewegen. Ein bisschen hat man, aber nicht dran ziehen. Sondern wenn es umpositioniert werden sollte. Und so kann man einschalten und ausschalten. Ich werde mal alle 5 einbauen, das macht jetzt schon einen richtig guten Eindruck. Und dann werde ich einmal einschalten. Ich könnte prinzipiell direkt jetzt schon einschalten. So, sofern ich jetzt hier einmal drehe, zack, sieht man auch, dass hier ein Lämpchen leuchtet. Ganz klein und unscheinbar. Aber dann ist die Spannung auf jeden Fall da. Dann kann man hier an der Stelle, zack, und auch einschalten. Ah, hier ist unten jetzt die LED, kann man natürlich auch drehen, damit es überall einheitlich ist, ausschalten und dann kann man es rausziehen. Und so in der Position wäre der jetzt auch richtig rum. Perfekt. Berührungsschutzmäßig ist ganz in Ordnung, dass du da keine Gewicht bekommen könntest, sei denn du würdest da mit einem Gegenstand irgendwie reinfahren. Zack, funktioniert auch. Genau, muss richtig einklicken und dann geht die auch an. Kann man sich am Ende noch ganz schön positionieren, dass man sagt, man möchte das in regelmäßigen Abständen. Eine hier ganz rechts, die dann auch entsprechend so ausmitteln. Dass der hier so mäßig in die Mitte kommt. Zack, dann sieht das alles ein bisschen symmetrischer aus. Hier funktionieren auch alle, können wir mit einem zweipoligen Spannungsprüfer auch nochmal gucken. So ist auch hier mit Kindersicherung, aber wenn wir das hier reinstecken, dann sehen wir, haben wir hier eine Spannung zwischen L und N von 230 Volt. Zack, so kann ich das entsprechend ausschalten und so wieder einschalten. Jetzt habe ich, glaube, links die Phase. Genau, links habe ich die Phase und die schaltet auch entsprechend. Weil ich das am Klemmblock an der linken Seite L auf L, N auf N drauf gemacht habe und den L haben sie in dem Fall geschaltet. Ja,
Goneo Powertrack Socket steht hier drauf. Kann man sich im Manual auch noch übelst viele Sachen durchlesen. Ich werde auf jeden Fall meinen Schwager fragen, ob er irgendwo Anwendung finden könnte bei seinem Neubau für diese Steckdosenleiste. Macht optischen wertigen Eindruck, funktioniert, hält Bomben fest, kann man ein- und ausschalten, unterschiedlich positionieren, alles komplett gut. Vielleicht ein bisschen sicherheitsrelevant natürlich hier mit den Kontakten innen drin, da würde ich nichts reinstecken, dann würde ich auch bestimmt einen Kurzschluss verursachen und so. Aber auf jeden Fall funktioniert die ganze Geschichte. Und normale Steckdosen sind ja auch nicht hundertprozentig fingersicher und solche Sachen, aber hier kannst du auf jeden Fall mit dem Finger normal nicht reinfahren. Und das sollte man auch an einer Position positionieren, wo Kinder beispielsweise möglichst nicht rankommen könnten. Ansonsten würde ich sagen, kann man sich überlegen. Links noch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!